Zum letzten Mal vor der Sommerpause sind die Parlamentarier zusammengekommen, um sich über die wichtigen Dinge und Aufgaben in Berlin auszutauschen. Zuletzt hielten die sogenannten Action Weeks selbsternannter Revolutionäre die Stadt in Atem. Und offenbar steht zu befürchten, Gabriele von Moltke, dass nach den Chaostagen nur vor den Chaostagen heißt. Ja, es sieht ganz danach aus. Offenbar sollen die Chaostage oder Aktionstage nochmal um 2 Wochen verlängert werden. Das geht jedenfalls aus einer E-Mail hervor, die wir in der Abendschau-Redaktion bekommen haben. Ein Absender, der sich Autonome Gruppen nennt, kündigt darin an, man wolle dem Senat doch jetzt noch etwas mehr Zeit geben, den Zaun rund um Tempelhof zu öffnen. Dort war es ja am Wochenende zu dem Versuch gekommen, den Zaun zu übersteigen. Die Polizei hatte das mit einem massiven Einsatz verhindert. Und daran wollen diese Absender des Schreibens wohl noch einmal anknüpfen. In dem Schreiben wird auch angekündigt, dass es weiterhin Aktionen geben soll, wie in den vergangenen Monaten, wie Brandanschläge und Steinwürfe auf Investorenprojekte in Kreuzberg und in Prenzlauer Berg. Und zum Abschluss schreiben sie dann, ich zitiere, wir fordern nicht, den Bau von Loften und Eigentumswohnungen zu stoppen. Das machen wir allein. Ja, und ohnehin war die linksextreme Gewalt Hauptthema heute im Parlament. Eine Debatte, Gabriele, auch mit gewaltigen Vorwürfen an den Senat von Seiten der Opposition? Ja, es sind vor allem die CDU und die FDP, die dem Senat vorwerfen, diese Gewalt zu bagatellisieren und auf dem linken Auge blind zu sein. Der Senat ist auf dem linken Auge blind. Ist auch kein Wunder, wer Linksradikale in den Senat holt. Der braucht sich natürlich nicht wundern, dass es da an der entschlossenen Vorgehen gegen linksradikale Gewalt und an der erforderlichen Konsequenz auch mangelt. Es läuft etwas gewaltig schief, wenn ein Innensenator am helllichten Tag vor linken Chaoten aus einem Straßencafé flüchtet. Ein Innensenator, der nicht nur durch seine Flucht, sondern auch durch seine Tatenlosigkeit gegen linke Gewalttäter das Vertrauen in den Rechtsstaat erschüttert. Sie können sicher sein, dass wir zur Bekämpfung von krimineller Gewalt alle Mittel einsetzen, die die StPO oder das ASOG, das Sicherheits- und Ordnungsgesetz des Landes Berlin, uns zur Verfügung stellen. Sie können darüber hinaus sicher sein, dass wir zur Aufdeckung von Strukturen im linksextremistischen autonomen Bereich alle Mittel einsetzen, auch nachrichtendienstliche, die uns das Gesetz über den Verfassungsschutz des Landes Berlin zur Verfügung stellt. Der Innensenator will also sich weiterhin hart gegen solche Gewalt, vorgehen und auch alle Parteien, insbesondere auch die Grünen sehr deutlich, haben sich von dieser Art von Gewalt distanziert. Eine Gewalt, die, wie Volker Ratzmann von den Grünen formulierte, von einer selbsternannten Kiez-Taliban kommt.